Ihr sagt was nicht in Ordnung. Das kann nur eins heißen. Hallo und herzlich willkommen, Leute. Ein bisschen hochspringen. Okay, dann nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Star Wars Jedi und Night Jedi Outcast. Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Ah ja. Ja, das habe ich mich auch schon im letzten Part gefragt, aber ich lag richtig. Gut. Wird immer über das Böse siegen. Ah, guck mal, da sind gute Leute. Und zwar genau dieselben wie vor... Keine Ahnung, wie lange. Oh, hi, ihr habt schon geschafft. Und der liegt ein bisschen merkwürdig. Chillst du ein bisschen rum und machst Beinübungen? Das muss richtig hart sein, so rumzuliegen. Was soll der machen? Also, ich vermute, jetzt sind wir auf jeden Fall... Uiuiui, hier ist aber viel passiert. Ich vermute, jetzt sind wir echt im Endgame oder sowas. Die Akademie muss geschützt werden. Ja, finde ich auch. Sie setzen die Macht ein. Ach, sag bloß. Hier können wir nicht lang, okay. Können wir das kaputt machen? Natürlich nicht. Aber sollten wir auch. Was bist du denn? Was bist du denn hier drinne? Hier ist Jedi-Gebiet. Ah, warte mal, vielleicht können wir das hier benutzen. Und können wir hier reinspringen? Ne, da ist immer noch das Glas. Ist hier irgendwo kein Glas? Das ist eine gute Frage. Und warum ist die Musik... Oh, warte, da ist kein Glas. Warum ist die Musik so episch? Moment. Sekunde. Und... der ist ja... Okay, warte mal. Dich kriegen wir anders. Schaffen wir das so? Vielleicht... mit dem Geistestrick, dass er zu uns kommt vielleicht? Das wäre nämlich super schön, wenn er zu... Nee, du denn nicht? Gut, dann versuchen wir was anderes. Das funktioniert so nicht. Das ist sonderbar. Ja, das finde ich auch. Das ist schon wieder zu blöd, wenn da... Hey, komm schon! Also wenn ich das hier versuche, ne? Letzter Part kann sein, also nicht letzter Part, letzte Aufnahme auf jeden Fall. Also höchstwahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie viel jetzt noch kommt. Ach, guck mal da draußen, eine schöne Sonne, so wie wir das am Lichtstrahlen erkennen können. Da eben war es ja noch total sumpfig und ekelhaft und was weiß ich was alles noch. Ey, komm schon, ich will da hoch. Hallo? Kann ich? TTPs? Ist das blöd dafür jetzt gerade? Ah ja, hier kann ich hoch. Gut, mach nochmal. Haja! Aber du stirbst nicht direkt daran, oder? Aber ich. Na, wahrscheinlich auch nicht. Gut, jetzt da wir das erledigt haben. Guck mal, Superdrohne, die wir nicht benutzen können, weil wir zu viel davon haben. Wie viel haben wir von denen überhaupt? 5 Stück. Wir können, glaube ich, von jedem Item bestimmt nehmen. Okay. Wir haben jetzt aber unseren Kanister jetzt erstmal ausgerüstet. Die Akademie muss geschützt werden. Ich kann da gerade nicht runtergehen, das macht ihr mal. Oh, warte, da ich muss da runter. Okay. Aber erstmal den starken Ziel auf. Und jetzt von hinten. Ihr seid ein Und nochmal. Und dich kriegen wir jetzt auch. Yeah. Naja. Warte mal. Denn war das, Leute. Die sahen genauso aus wie ihr. Ihr seid auch nur Klone. Ja. Weg hier. Ich glaub, nee, da können wir nicht. Folgen mir. Okay, eine Sache will ich noch machen. Weil ich das nicht machen konnte. Moment. Dafür muss noch Zeit bleiben, Kinder. Dafür muss noch Zeit bleiben. Hier nochmal Griff. Die Akademie muss geschützt werden. Ja, sorry, ich wollte dich nicht anrempeln. Tut mir leid. Oh, tut mir leid. Ich habe ja nicht gewusst, dass du aggressiv bist. Ja, das ist ein Gegner. Na, wer ist jetzt der MLG Pro, hä? Wer ist jetzt der Pro? Wer ist jetzt der Pro, hä? Oh ja, ich bin hier der Pro. Woo! Am Anfang noch so ein kleiner Lümmel, aber jetzt. Oh, jetzt, Kinder. Jetzt. Jetzt habe ich gelernt. Jetzt habe ich genug gelernt. Die Akademie muss geschützt werden. Halt die Klappe, das hast du schon das dritte Mal gesagt. Da ist noch einer. Speichern wir aber zuerst. Also nicht, dass ich das jetzt brauche mit dem Speichern. Ich meine einfach nur, ne, weil... Sie sind auf der dunklen Seite. Einfach... Upsi. Gut, dass ich gespeichert habe. Das wollte ich nicht. Das ist mir leid. Ist der wichtig?
Sie sind auf der dunklen Seite. Ich denke nicht, dass er wichtig ist, aber. Die Akademie muss geschützt werden. Ach, oh, fuck! Ich bin ja. Also, ich bin so pro. Sie ich. Dürfen nicht versagen. Da, okay. Ja, das ist dann. Ja, macht ihr mal. Ihr macht das einfach mal. Hallöchen. Jetzt kommt ihr zu. Junge, ihr hattet eine Aufgabe. Eine Aufgabe hattet ihr. Jetzt kommt ihr alle zu mir. Und jetzt hilft ihr. Muss man hier alles alleine machen? Oh. Ihr seid ein Feigling. Und der hat dann. Und der hat sogar überlebt. Ja, meine Güte, was ist denn hier los? Was ist ihr das seid hier? Ein Feigling. Na gut, das haben wir jetzt wenigstens. Das ist jetzt sehr blöd. Ich war der Annahme, dass dies wesentlich schwieriger wäre. Also, wenn jetzt der Fürth auf mich alle draufhaut, wenn da einen Würgegriff. Mich einen Würgegriff nimmt, dann ist es schon ein bisschen kacke. Aber ja gut, die haben gespeichert, also vielleicht überleben die ja hinter uns da. Die sind nicht solche Pros wie ich, deswegen ist nicht schlimm, dass er gestorben ist. Aber ein bisschen blöd ist es schon. Okay, einen haben wir schon mal. Ja, da kommt noch mehr. Wer hätte gedacht, da kommen noch mehr, Leute. Vor allem, wenn wir das eben hatten. Wird mit mir sein. Boah, guck mal, wie Bro, ich bin, ich wollte in die. Mm. Oh, yes. Mm. Das gefällt mir. Mm. Ich habe schon wieder vergessen, meinen Timer zu machen. Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Das bisschen Zeit muss doch bleiben. Ich mach mal schnell meinen Timer, ne? Wir haben doch Zeit. Irgendwie, ich muss doch die Party in die Länge strecken. Ich kann mal währenddessen was erzählen. Habe ich was zu erzählen? Ich glaube, ich habe gerade nichts zu erzählen. Ist auch egal. Der Timer ist an. Hat jetzt auch nicht so lange gedauert. Vielleicht bin ich sogar so nett und schneide es raus. So, hier ist nichts. Oh, warte doch, das Schild. Schild ist gut. Guck mal, 96 Schild, 96 Leben. Das ist ein Kanister. Wir müssen uns weiter konzentrieren, um sie zu besiegen. Ah, sag bloß. Nee, ich gehe da gerne hin. Bin total unkonzentriert. Da ist der Sahn. Wir müssen uns weiter konzentrieren. Ich bin mir sicher, da kommen jetzt. Ich bin mir sicher, da kommen jetzt noch mehr. Aber wahrscheinlich auch nicht. Keine Ahnung. Ich muss den nur berührt kriegen. Okay, dann nicht ganz so. Aber ich krieg den jetzt. Akademie muss. Ey, komm schon! Der ist direkt in mich gelaufen. Das ist total blöd. So, so naja, versucht, neues Glück. Datenpads aktualisiert. Wir haben keine neuen Ziele. Typisch Spiel, gibt uns keine neuen Ziele. Woher weißt du überhaupt, dass es hier so einen Geheimgang gibt? Also ich weiß, der war hier schon mal. Ich meine, der war, wenn ich mich hier erinnere, war der ja Schüler in der Akademie, aber der wusste, dass hier einfach so einen Geheimgang gab und wohin führt der denn bitte? Aha! Jetzt habe ich dich. Und, die haben den anderen sogar. Nein, ich will den aufheben, den Kristall! Ach gut, ich dachte gerade schon, ich hatte Angst. Ich habe keine Ahnung, was er mitbringt, aber ich will ihn trotzdem haben. Level geschafft, yes. Ja gut, wir hätten auch durch das eine Loch in der Wand gehen können, aber warum nicht? Dann halt nicht. Okay, wo ist dieser Design? Warum ist hier Wasser? Das Wasser kommt mir sehr verdächtig vor. Sind hier Verstecke? Kann es sein, dass ein Versteck ist? Werft mir das Spiel noch gegen Ende so ein Versteck in die Sphäre? Yeah, guck mich an, ich bin kein Gitarre. Ich kann das alles kaputt machen mit meinem Lichtschwert. Oh, warte. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Die Wand stürzt ein. Hilfe. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ja. Es kann sein, dass ich da bin, wo ich denke, wo ich... Ich glaube, ab hier ist es blind. Ich glaube, ab hier ist das Let's Play echt blind. Ich glaube, das war die Stelle, wo ich nicht... Also, nein, warte. Es gab eine Stelle, an der ich nicht mehr weiterkam. Aber die kommt erst gleich. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall an dem Ort. Jetzt können wir mal hier hoch. Ist hier vielleicht was? Aha, Schild. Können wir nicht aufheben. Wir haben schon voll ein Schild. Leider. Ich wünschte ich echt, ich könnte den... Aua. Jetzt kann ich den Schild aufheben. Komm her, Schild. Kein Mann bleibt zurück. Wir in der kaputt machen? Oh ja,
Räumen wir den Weg mal ein bisschen weiter auf, ne? Wir sind Putzkraft. Wir sind kein Putzkraft-Roboter, aber wir sind immer noch... Ne, wir sind keine Putzkraft, wir sind hier die Ritter. Die Decke geht hier kaputt. Ich will die auch kaputt machen. Wie geht's denn dann hier weiter, Ivak? Hier ist nichts. Und da hinten ist auch nichts. Oh. Oh Gott, was ist... Wer denkt sich sowas Komisches aus? Au, das Ding macht echt viel Schaden. Es macht uns immer weiter Schaden. Ich meine, das ist eine extreme Reichweite. Ich sehe hier gerade keine... Ich glaube, das ist hier ziemlich random. Ich sehe hier gerade... Ich erkenne hier gerade keine Intervalle. Ich glaube, ich muss die Machtgeschwindigkeit benutzen. Ja. Machen wir zur Sicherheit hier auch mal. So. Heilung. Sobald wir ein bisschen Macht haben. Okay. Deine Anstrengung ist vergeblich. Jetzt sind wir da, wo ich nicht mehr weiterkam. Ja, ich möchte hier am liebsten speichern. Ich weiß nicht mehr, warum ich hier nicht weiterkam. Ich weiß nur, das war dann eine ziemlich gemeine Stelle, wenn ich da wirklich gar nicht weiterkam. Wo bin ich jetzt hergekommen? Von da wohl nicht. Ich gehe mal hier. Da, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt, oder? Ja, ich sehe es schon. Ich glaube, ich muss da nicht durchgehen. Wir werden es trotzdem mal gucken. Können wir da rüber springen? Nein, können wir nicht. Okay, haben. Okay, da ist schon mal kein Weg. Können wir hier lang? Okay. Papier redet der mit uns. Und das ist einfach ein Spiegel. Spiegelverkehrt? Ich glaube, das war mein Problem. Der ist... Nee, das ist nicht. Der ist nämlich nach hier hingegangen. Und das hier ist nämlich hier. Und das ist es nicht. Das heißt, wir kamen von da, richtig? Oder kamen wir von da? Da können wir nicht hin wegen dem Feuer. Sicher, oder? Das Feuer bringt uns ziemlich schnell um. Das ist in der Tat so. Ich möchte das aber nochmal ganz schnell triggern. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun. Oder auch nicht. Hallo? Muss ich irgendwie bestimmt stehen? Muss ich mit dem Lichtschwert da stehen? Ah ja. Nö, das macht nichts. Wenn wir gucken, ist er auch weg. Müssen wir vielleicht den Spiegel kaputt machen irgendwie? Geht das? Den Spiegel können wir nicht kaputt machen. Moment. Ich habe echt keine Ahnung. Sag mir das. Ich höre seine Stimme von da. Und jetzt auch noch Jahre danach. Moment. Macht das irgendwas? Bist du ein Rohr mit Wasser, um das auszumachen? Das Ding da unten, das Feuer. Hier vielleicht? Ah. Jetzt füllt sich das mit Wasser und jetzt kann ich hier weiter lang. War das die Lösung zu meinem Problem? Hier muss ich drei Knöpfe drücken. Ich speichere nochmal. Na, ist das eine Falle oder so? Schub, 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 schub. Schub. Und da können wir nicht durch, oder? Nö, ist keine falsche Wand. Können wir nochmal schieben? Können wir nicht. Okay. Und hier kommen wir einfach nur wieder am selben Ort raus. Aber ich muss sagen, mir gefällt, um ehrlich zu sein, eigentlich dieses Devil-Design. Moment mal, eine Sache mache ich mal ganz kurz. Kann ich die wieder zurückziehen? Nein, kann ich nicht. Okay. Das heißt, es ist okay, dass ich die jetzt verschoben habe. Ich dachte mir, vielleicht muss ich die in einer bestimmten Reihe versetzt haben.
die Wände, damit ich nämlich da durch kann. Das macht nichts. Das macht auch nichts. Cool gefunden. Kommt er nochmal? Kommt der Zahn nochmal? Hallo, Zahn. Kommst du nochmal? Er kommt nicht nochmal. Alles klar. Hier sehe ich immer noch nichts. Wir können ja mal unser nicht Fernglas, sondern unsere Nachtsichtbrille benutzen. Oh ja, da hinten ist kein Weg. Außer natürlich, es ist ein Weg und wir können da einfach nur nicht hin, weil ich zu blöd bin, dahin zu springen. Ansonsten, die einzige Möglichkeit, die mir jetzt gerade so einfällt, ist, dass wir hier unten irgendwas machen müssen. Was weiß ich aber jetzt leider gerade so nicht. Ich vermute, wir können die nicht noch einmal schieben. Können wir das schieben? Nein, können wir auch nicht ausmachen. Nein, aber es tut uns weh. Nochmal. Nein, ich war schon gerade dabei. Nö, mit dem Griff auch nicht. Bei dem anderen mit dem Griff. Nee. Licht hört uns auch nicht. Habe ich gerade eben das Zeichen gesehen? Oh. Versteckt es sich also. Aha. Ah. Jetzt hat sich hier was verschoben. Oh Gott. So, jetzt muss ich ganz präzise arbeiten. Am besten speichere ich nochmal. Genau deswegen. Gut, dass ich gespeichert habe. So, Versuch Nummer 2. Machen wir es einfach mal mit der Radgeschwindigkeit. Das wird, glaube ich, am besten. Muss ja nicht heißen, dass es lame ist, aber es vereinfacht uns das auf jeden Fall. Und warum es uns absichtlich schwer machen? Willkommen, Kyle Katarn. Willkommen in der Zukunft. Deine Zukunft sieht ziemlich düster aus, Desan. Ganz im Gegenteil. Dank dir werden die schwächlichen Jedi-Ritter, die mich verachtet haben, bald aus der Geschichte ausgelöscht und durch eine neue Rasse starker Krieger ersetzt worden sein. Starke Krieger. Krieger, die verstehen, dass die Macht kein Schild zum Schutz der Nutzlosen, sondern eine Waffe zur Stärkung der Würdigen ist. Nichts davon wird geschehen, Desan. Die meisten deiner Schattentruppen sind durch echte Jedi-Ritter, die gelehrt wurden, die Macht zu gebrauchen, verstärkt worden. Die anderen sind mit ihrem Schiff in die Luft gegangen. Was für eine erbärmliche List. Desan an Fayar. Admiral? Admiral! Admiral Fayar, ich befehle Ihnen, sich auf der Stelle zu melden. Ich habe mich in dir getäuscht, Katarn. Dein Versagen als Jedi-Ritter hat dich nicht geschwächt. Es hat dich noch stärker gemacht. Schließ dich mir an. Du weißt doch genau, dass du niemals einer von denen sein wirst. Vielleicht, vielleicht nicht. Aber jedenfalls weiß ich, dass ich nicht allein sein werde. Was ist mit dir, Desan? Sogar jetzt, nach all dem Schmerz, ist es noch nicht zu spät. Schließ dich uns an. Du schwacher Narr. Wir sind doch beim letzten Bosskampf. Und ihr wisst, was das heißt. Wir speichern erstmal und machen ein bisschen das Ambiente kaputt. Ich will da den Schild erstmal aufheben. Schild scheint gut zu sein. Können wir damit irgendwas machen? Keine Ahnung. Die Macht wird dich an mich verraten. Ich bin hier echt noch nicht gewesen, aber irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Ich weiß auch nicht warum. Das kommt mir so bekannt vor, obwohl ich hier noch nicht gewesen bin. Machen wir erstmal die Dinger kaputt. Habe ich irgendwann mal das Ende irgendwann mal im Internet gesehen? Bin ich doch bis zum Ende gekommen? Ich meine, irgendwelche Erinnerungen zu haben, die mir eigentlich nicht gehören sollten. Was jetzt sehr extrem klingt. Ich habe Erinnerungen, die mir eigentlich gar nicht gehören dürften. Was ist nur los mit mir? So. Was für ein armseliger Versuch. Vielleicht schaffen wir es auch ganz normal. Okay, das war nicht gut. Das war nicht gut. Nein, das wollte ich nicht machen. Ich wollte mich heilen. Danke. Ich wollte mich heilen. Und der ist genauso schnell wie wir. Das ist auch irgendwo logisch. Nein, 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 nein,
Wofür habe ich sonst die ganze Zeit glücklich Blinker gespielt? Ja. Lass mich in Ruhe, das haben. Oh. Kyle, Jan. Eines Tages musst du mir beibringen, wie man das macht. Danke, dass du dich um die Ravens Claw gekümmert hast. Das war wohl das Mindeste, was ich für ein Söldnerpaar tun konnte, das dabei geholfen hat, die Akademie der Jedi zu retten. Ich weiß, dass ihr das nicht zum ersten Mal hört, aber die neue Republik steht wohl für immer in eurer Schuld. Du hättest dir denken können, dass man einen gescheiterten Jedi dazu braucht, einen anderen gescheiterten Jedi zu besiegen. Kyle, du bist nicht gescheitert. Luke, ich... Ich weiß. Ich würde dein Lichtschwert sehr gern für dich aufbewahren. Nein, ich denke, dass ich es behalten werde. Ha, wusste ich es doch. Lando schuldet mir 5 Credits. Bist du sicher, dass du das wirklich willst, Kyle? Ich sage ja nicht, dass ich bereit bin, der Akademie beizutreten oder so. Ich meine, bevor ich irgendetwas tue, sollten Jan und ich wohl erstmal einen langen Urlaub an den Stränden von Spira machen. Und danach? Danach sehen wir weiter. Ja. Lass dir Zeit, Kyle. Wir werden immer noch hier sein, wenn du bereit bist. Danke. Und möge die Macht mit dir sein, Luke. Ja, ich bin sprachlos. Das war... fuck, wie war nochmal das Wort? Wie war nochmal das Wort? Wie ist es nochmal? Mir liegt's auf der Zunge. Ich hab's gleich. Jetzt werde ich die ganzen Credits immer benutzen, um das eine Wort zu suchen. Ich glaube, es fängt mit D an. Ich schreib's einfach mal. Also das Ende war jetzt ein bisschen... Also nicht dieses Ende. Das Ende war gut. Aber der letzte Kampf, der war jetzt ein bisschen unspektakulär. Ich sag jetzt einfach mal unspektakulär. Das war nicht... Ich habe ihn unspektakulär gemacht. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich bin, so wie es aussieht, einfach nur der beste Pro, ne? Ich habe zwar jetzt eine ganze Stunde lang gebraucht, um den einen Typen in der Rüstung Platz zu machen. Ich habe 5 Millionen Versuche gebraucht für Tavion. Aber, ne, interessant, ich will halt, ich habe halt viel gelernt während mein Abenteuer. Natürlich ist der Anfang ein bisschen schwer. Und der andere Kampf, der war ein bisschen heftig wegen dem Schild und so weiter. Aber, ne, am Ende war ich halt der beste Pro und deswegen, ne. Das ist einfach gut, ne. Es ist einfach so, ja. Okay, also ja. Mir fällt das Wort immer noch nicht ein. Wunderbar! Oh je, das ging echt schneller als erwartet. Wir sind gerade mal bei 18 Minuten auf meiner Uhr. Wahrscheinlich sind es ungefähr 2 Minuten, wenn ich den Anfang jetzt nicht mitgezählt habe. Puh, ja, also... Die Sache ist die, ich werde noch ein bisschen rausschneiden, weil ich noch ein bisschen geheilt habe, weil ich ein bisschen rumgelaufen bin ohne Plan, was jetzt los ist. Das sind gerade mal vielleicht 15 Minuten oder so. Ich habe 15 Minuten für das Ende aufgenommen. Ich hätte es gestern zu Ende spielen können. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt wirklich noch so viel... Na, warte mal, dass so wenig kommt. Dass so wenig noch kommt. Da hatte ich jetzt keine Ahnung, muss ich echt zugeben. Weil ich habe... Ich weiß nur, als Kind habe ich da so lange dran gesessen, an diesem bescheuerten Rätsel. Ich weiß nicht, ob ich da an den Flammen vorbeigekommen bin. Wenn ja, dann weiß ich aber auch nicht, was dann danach kam. Ich hatte schon Angst, dass ich da keine Ahnung mehr hatte, wie das alles funktionieren wird und so weiter. Und dann war ich beim letzten Bosskampf auf einmal. Und dann dachte ich mir, und das ist übrigens die Sache, diese Erinnerung, die ich hatte, was da jetzt war. Ich habe das eventuell mal vielleicht irgendwo gesehen, weil ich mir dachte, ach ja, das spiel ich doch sowieso nie durch.
vielleicht war es ja irgendwie so, ich weiß es nicht, oder ich habe mal irgendwann mal doch ein Let's Play gesehen oder ein Speedrun oder so, ich weiß es nicht, dass man da vielleicht da irgendwas machen muss, dass Desan irgendwie durch die Umgebung stirbt, irgendwie durch, keine Ahnung, irgendwas fällt auf den runter. Wir haben ja gesehen, da waren jetzt so komischen Stacheln, Boden, nicht Stacheln, irgend so eine Erhebung, dass die da irgendwie da runterfallen auf den oder so, dass dann da irgendwas war. Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann mich gerade auch im Spiel verwechseln. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, das ging ziemlich schnell. Ich glaube, es lag am grünen Kasten. Ich glaube, ich hatte die Macht des grünen Kastens in mir. Ja. Das kann es gewesen sein. Ja, ich habe jetzt... Wie lang werden die jetzt noch gehen? Da muss ich vielleicht ein bisschen gucken, was ich jetzt noch sagen will. Nächstes Let's Play und wie ich das Spiel fand. Also, okay, da mache ich erstmal das Letztere. Wie ich das Spiel fand, ist wohl ein bisschen schwer zu sagen. Ich habe schon die ganze Zeit gesagt, ich mag dieses Spiel, ich finde es super. Vor allem jetzt gegen Ende, da wurde es nochmal so richtig schön. Und vor allem, weil ich ja nicht mehr wusste, was davor kam und das so blind war und so weiter. Teilweise, größtenteils auch. Und weil ich mich auch an nichts mehr erinnern konnte oder an nur wenig, hat das echt Spaß gemacht, nochmal die Story mitzuverfolgen. Also ich wusste ungefähr, was alles da sein wird und so weiter. Und ich wusste beim Nachgängerteil, alles ist in Ordnung und so weiter. Also wurde da ein bisschen Spannung leider genommen, aber trotzdem, ich mag dieses Spiel und auch das Gameplay hier, das ist auch echt wunderbar. Ich sehe gerade, vielleicht werden das doch keine 15 Minuten beim Part, vielleicht werden es doch immer noch 20 Minuten. Mit den Credits. Aber wir haben hier noch Special Thanks. Kommt da noch was? Wenn nicht, dann muss ich im Menü wohl leider labern. Also ja, ist nicht wirklich schwer. Und da ist auch leider nicht viel zu sagen. Ich mag das Spiel, weil ich das ziemlich cool finde. Es ist einfach ziemlich cool. Kommt vielleicht am Ende was? Nö. New Game Plus? Ja? Ja? Nochmal? Hier, Neustart? Jedi Meister? Ja? Ich bin doch jetzt so Pro! Nein, machen wir nicht. Aber oh ja, okay. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, stimmt. Nächstes Let's Play. Was will ich als nächstes Let's Playen? Jetzt, da ich damit fertig bin. Ich glaube, ich werde das hier erstmal hochladen. Wie viele Parts habe ich jetzt? Ich habe gestern aufgenommen. Gestern war Samstag. Heute ist Sonntag übrigens. Ich habe das immer so geplant, dass ich immer am Samstag und am Mittwoch aufnehme, weil ich da am meisten Zeit habe. Ansonsten, heute war auch so ein Tag, wo ich nicht viel machen konnte, weil es heute ziemlich regnerisch war. Heißt, ich bin nicht aus dem Haus gekommen, leider. Deswegen dachte ich mir, ja gut, steh doch noch ein bisschen auf, du bist sowieso am Ende. Schaffst du schon, Junge. Habe ich gemacht. Waren 15 Minuten. Mit den Credits 20 Minuten. Und ja. Wie viele Parts habe ich jetzt? Gott, ich glaube, ich habe 4 Parts gerendert. Ich habe noch 2 auf Reserve, das heißt 6. Jetzt habe ich einen Part gemacht, das sind 7 Parts. Ich habe für eine ganze Woche ausgesorgt. Das heißt, am... Jetzt wisst ihr ungefähr noch, wie viel ich so mache und wie viel ich im Voraus produziere. Also, ich bin jetzt für eine Woche safe. Das heißt, eine Woche lang kann ich mir jetzt überlegen, theoretisch, was ich als nächstes Let's Playen will. Ach ja, stimmt. Ich lade ja am Sonntag nicht hoch. Das heißt, ich habe sogar bis Montag Zeit. Ne, bis Dienstag. Ich lade heute ja auch nichts hoch. Ja. Aber wir wollen ja nicht so... wir wollen ja nicht so mittendrin einfach ganz... irgendwie, ach, jetzt habe ich gerade schon wieder die Worte vergessen. Tut mir leid, Leute. Wir wollen ja nicht alles auf den letzten Drücker machen. Ich habe eine Idee, aber es gibt eine Sache und vielleicht mache ich deswegen noch ein anderes Video. Es geht um meinen Kanal und das ist jetzt ein bisschen blöd, vor allem, weil ich jetzt das Let's Play fertig gemacht habe und vor allem, weil ich jetzt, glaube ich, seit ich angefangen habe, 2 neue Abonnenten bekommen habe, was jetzt erstmal wenig ist. Aber es ist cool, dass ich das so... dass ich 2 Abonnenten bekommen habe innerhalb von einem Monat. Das finde ich echt super. Dann danke ich auch, ja, Leute. Aber, ich mache das in einem anderen Video. Vielleicht lade ich das dann heute hoch. Das ist eine etwas größere Sache. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich will das Display jetzt damit nicht aufhalten. Ich glaube, wir starten mal das Spiel nochmal neu oder auch nicht. Ich glaube, wir beenden es mal. Jedi Knight 2 beenden. Ja, tun wir gleich. Ich beende gleich die Aufnahme. Deswegen gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte. Ich bedanke euch fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. So ist es richtig, tut mir leid.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auch doch noch in meine anderen Projekte. Ich habe gerade 2 kleine Mini-Projekte gehabt. 2 Visual Novels. Guckt euch die auch mal auch an. Sind ganz witzig. Ist ein bisschen viel Englisch leider. Also wer jetzt kein gutes Englisch kann, sorry, aber... ich glaube, sowas kommt öfters auf meinem Kanal. Ich weiß nicht. So als junger Player weiß ich noch nicht, auf was ich mich festsetzen will. Ich glaube, ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Oder das, was ihr halt haben wollt. Müsst ihr mir auch sagen. Ich gehe auf die Fanwünsche natürlich ein. Also sehen wir uns beim nächsten Projekt, was das sein wird. Habe ich wahrscheinlich eine Idee, aber ich bin mir noch nicht sicher, weil das nämlich ein Projekt ist, auf das ich etwas länger gewartet habe. Wir werden mal sehen. Aber bis dahin, habt noch einen schönen Tag, Leute.